Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was richtig Cooles für euch und zwar ein weiteres Fidget-Spielzeug oder vielleicht auch, ist es gar kein Spielzeug, es ist ein Fidget-Stift. Fidget heißt ja so viel wie herumzappeln, unruhig sein und so weiter. Und dieser Stift, der ist genau richtig für diejenigen, die ständig immer hinten am Kugelschreiber diesen Clip abbrechen, so wie ich zum Beispiel. Das passiert mir eigentlich bei allen Kugelschreibern, die ich so habe. Der Stift ist magnetisch und das Coole ist auch noch, dass der elastisch ist. Also dieser Kugelschreiber lässt sich wirklich biegen, wie diese, vielleicht kennt ihr die, diese Stabilo-Bleistifte, die sind ja auch ziemlich weich. Sehr, sehr cool. Ich glaube, der besteht aus Edelstahl. Das hier ist auf jeden Fall locker. Also lässt sich so hin und her bewegen. Damit kann man, glaube ich, auch die Leute ziemlich nerven, wenn man die ganze Zeit so macht. Und zusätzlich war auch noch so ein elastischer Clip dabei. Der lässt sich nicht abbrechen, zum Glück. Hier kann man dann eine Kugel dran machen. Die sind übrigens auch stark magnetisch. Und das Ganze dann hier so an den Stift dran klemmen. Mit dem Stift kann man übrigens auch schreiben. Das sieht man hier an meinen Händen. Ich habe jetzt schon Kugelschreiber auf den Fingern. Und hier hinten kann man dann die restlichen Kugeln dran machen oder eben vielleicht auch nur eine. Die anderen lassen sich hier in diesem Etui einfach verstauen. Und dann kann man diesen Clip hin und her schieben, wie man möchte. Man kann den so einfach in der Luft schweben lassen. Ups, man kann hier so dran ziehen. Sieht ein bisschen aus wie eine Raupe, wenn die sich sofort bewegt. Man kann wirklich, wenn einem langweilig ist oder man ein bisschen gestresst ist, ganz, ganz viel mit diesem Stift rumspielen. Man kann die Kugel natürlich verschieben, wie man möchte. Man kann große Kugeln nehmen, kleine Kugeln. Man kann auch, wenn man will, die ganze Zeit so machen. Wie mit so einer Klanggurke. Vielleicht kennt ihr das aus dem Musikunterricht, diese Holzteile, wo man dann mit so einer Ritsche immer rüber rattert. Gibt es diese Wörter überhaupt, die ich gerade verwendet habe? Man weiß es nicht. Jedenfalls eine coole Methode, einfach sich abzulenken, wenn man mal Lust hat, einen Kugelschreiber leiden zu lassen. Ich breche die immer ständig kaputt, aber mit dem Kugelschreiber geht es auf jeden Fall nicht so einfach. Im Prinzip wie ein Fidget Spinner oder auch ein Fidget Cube, dazu gedacht, dass man sich so ein bisschen ablenken kann, Stress abbauen kann und so weiter. Dieser Stift hilft dabei auf jeden Fall auch. Nachteil ein bisschen, dass er Geräusche macht. Ich glaube, damit nervt man wirklich auch andere Leute. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, damit rumzuspielen. Könnte ich den ganzen Tag machen. Also eine gute Alternative zu einem Fidget Spinner oder eben auch einem Fidget Cube. Diese beiden Sachen können ja eigentlich nichts anderes, außer eben Stress abbauen. Und mit diesem Stift kann man wirklich noch schreiben oder sich zumindest die Finger anmalen. Also ich glaube, mein Lieblings-Gadget hier bei dem Stift ist auf jeden Fall dieser elastische Clip, der sich verschieben lassen kann. Und diese magnetischen Kugeln, die kann man wirklich überall dran pinnen. Ein bisschen wie ein Reißverschluss. Also ihr merkt schon, dieser Kugelschreiber bietet wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich seine Langeweile zu vertreiben. So viel jetzt zu dem Fidget-Kugelschreiber oder Fidget-Pen, wenn man das Ganze auf Englisch sagen möchte. Ein sehr, sehr cooler Stift zum Biegen, Verschieben und einfach nur rumspielen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!